Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LS22 hier aus die Game Studio. Mein Name ist Master Schruder. Ich habe jetzt gleich im Anschluss weitergespielt. Das heißt also, falls ihr irgendwas so zu den Bienen von letzter Folge gesagt habt, und zwar, ob es wurscht ist, wo ich die Dinger hinstelle und es trotzdem an dem Teil da ankommt, denn bei den Bienen aufgepasst, aufgehorcht, das wusste ich nämlich nicht, kann man nur einmal dieses Objekt bauen. Das ist nur ein Gegenstand pro Hof erlaubt. Das heißt, ich kann keinen zweiten Trigger hinsetzen, wo ich einen Bienenstock habe. Ich wollte ja eigentlich überall auf der Karte jetzt meine Bienenstöcke hier verteilen, damit ich dann immer an jedem Feld einen Bienenstock habe, damit denn da der Ertrag gesteigert wird und ich den Honig da wegkriege. Das scheint aber nicht so zu gehen. Jetzt ist die große Frage, dieser Spawnpunkt, funktioniert der egal, wo der ist, oder muss der neben diesen Teilen da stehen, weil ich, ne, muss ja in der Nähe stehen, wenn ich das richtig sehe. Bienen produzieren Honig. Dieser wird an einem zentralen Punkt gelagert, welcher separat gekauft und platziert werden muss. Wenn die Bienenstöcke in der Nähe eines Feldes platziert werden, erhöhen sie manchmal. Also hier klingt es eigentlich wieder so, dass ich, egal wo ich es hinsetze, den Honig herkriege. Aber ich weiß es nicht genau und deswegen, da warte ich mal auf euch. Bist du ausgebrochen? Na, das ist ja ein Ding. Aber ich kann ihn nicht reinsetzen, ne? Nee. Da weiß ich nur wirklich nicht, was und wie da richtig funktioniert. So, wir wollen mal ein bisschen Eier einsammeln. Ich werde mal gleich gucken, ob ich zur Bäckerei damit fahre oder ob ich die einlagere. Produktion. Brot. Nee, Eier brauche ich da nicht hinbringen. Das nächste wäre Zucker mal wieder hinbringen. Was ist bei den Erdbeeren passiert? Achso, das ist ja immer dieser, so ein Anzeigebug. So, mit den Füllständen. So, wie sieht es hier aus mit den Füllständen? Mist ist die genügend da, Gülle ist da, Silage ist drin. Reicht doch aus über Nacht, würde ich sagen. Ich glaube aber, da liegen noch ein paar Ballen daneben. Schweinefleisch, wie viele Schweine haben wir denn noch? Ach, das haben wir ja gerade hingebracht, ne? Die 15 Schweine. Oh, das ist nicht so. So, da liegt schon wieder 4000 Liter. War das letzten Monat? Oder hat er das jetzt schon alles durchgearbeitet? Kann auch im letzten Monat gewesen sein, ja? Na ja, gut. So, dann sammeln wir jetzt hier erstmal die Eier ein. Hoppala, aus dem LKW fallen, oder beziehungsweise aus dem Bulli. Dann werden wir jetzt rüberfahren zum anderen Bulli, zum anderen Ecke, da mit den Eiern, die Eier da einsammeln. Dann werden wir die einlagern. Dann werden wir die Körbe dort einsammeln, so gut es geht, damit wir da im nächsten Monat nicht allzu viel zu stehen haben. Da fahren wir dann gleich dran vorbei, dass wir die dann auch einlagern können, damit jetzt hier beim Spulen nachher kein Unfug passiert. Ich glaube, die Milch muss ich diesen Monat auch nirgendwo hinbringen. So, irgendwie wäre cool, wenn ich jetzt nur noch Erdbeeren mitkriege. Ich darf jetzt nur so weit vorfahren, dass ich hier einmal Erdbeeren mitkriege und dann zurückfahren. Und dann müsste ich eigentlich voll sein. Genau. So, dann nimmt er nämlich nichts mehr mit und den Erdbeeren kann ich nämlich auch da hinten abladen. Beim großen Lager, wo jetzt der Viehtransporter noch davor rumsteht. Sinnloserweise, aber er steht da halt. So, fahren wir da mal dran vorbei. Zack, dann ist das hier eingelagert. So, dann holen wir die restlichen Paletten da noch ab. Und da haben wir dann zwei Früchte, da müssen wir dann einmal auslagern an dem einen und dann am anderen nochmal. Dann da haben wir nämlich noch Tomaten mit dabei hier. Wunderschöne Tomaten. Ich esse Tomaten sehr, sehr gerne, muss ich dazu sagen. Wirklich eine Frucht, die ich in jeglicher Weise sehr mag. Aber da muss ich auch wieder sagen, die selbstgezogenen tausendmal besser als gekauft. Aber es gibt auch schon mittlerweile, muss man sagen, also muss man wirklich sagen, sehr gute kaufbare Tomaten, also die wirklich gut sind. Ich zum Beispiel bin dann hier immer manchmal auf den Markt gegangen am Samstag. Das hat er, glaube ich, mir erzählt, wenn ich quasi meine Wäsche in dem Waschsalon gewaschen habe, in der Zeit, wo meine Waschmaschine defekt war. Oder sie ist es ja noch, aber ich habe eine neue jetzt. Die steht auch schon und die wird dieses Wochenende auch eingeweiht. Muss dieses Wochenende das erste Mal für mich arbeiten. Da bin ich noch ganz gespannt, wie gut oder wie schlecht die funktioniert.
Weiß ich mir noch nicht. Beziehungsweise inwieweit ja ich vom Zeitlichen damit her klarkomme, weil wenn das Ding an ist, ich weiß noch nicht, wie laut es ist, also ob ich währenddessen aufnehmen kann. Ich weiß nur, dass der Trockner relativ rumpelig ist, wenn der was trocknet, und da weiß ich auch nicht, ob ich den in Aufnahme höre. Und da müssen wir mal gucken, nicht, dass das dann halt eben dazu führt, dass ich am Sonntag während der Waschzeit halt eben so nichts machen kann, was Aufnahmen angeht. So, ich würde sagen, wir spulen einfach vor in den nächsten Monat. Das müsste alles fertig sein. Hier müsste genügend. Und liegen da noch Silageballen? Und habe ich die alle reingeschmissen schon? Die sind alle schon reingeschmissen, also da kann ich nichts mehr machen. So, Silage haben wir 20.000 Liter. Das sollte reichen bis zum nächsten Tag. Ist knapp, ne? Macht die am Tag weg? 800 mal 24. Oh, das reicht. So, ist knapp, aber reicht. Also sind ja 2.400 weniger als 24.000 plus dann noch ein bisschen. Ja, ja, das reicht aus. Und wir haben ja eine Stunde weniger. Aber dann muss ich gleich früh morgens dann ranholen. So, Mist macht sie ja, muss denn hier, Gülle macht sie deutlich weniger weg, eine 200 pro, und auch Mist macht sie bloß 200 pro weg, pro Stunde. Das reicht also auch für den ganzen Tag noch aus da. Knapp. So, müssen wir dann auch gleich machen, wenn wir dann spulen wir bloß bis 7 Uhr vor. So, Brotproduktion, das geht. Fleischproduktion, ja, hat es noch ein bisschen Schwein, aber ja, das, ja gut, das wäre in einem Tick eigentlich, nee, in zwei Ticks wäre das weg. Also doch bloß bis Mittag vorspulen. Hier haben wir genügend Wasser. Hier haben wir, könnte man Milch hinbringen, ne? 4000 Liter? Das läuft auf jeden Fall leer. Na gut, dann spulen wir jetzt bis Mittag vor. Und dann bringen wir Mittag die Milch darüber und dann gucken wir mal, wie weit die anderen Anlagen sind. Dann schmeißen wir vielleicht noch zwei Schaufeln Mist rein und spulen wir dann, und dann haben wir in der nächsten Folge quasi einen cleanen Start im März, und der wird ja dann sehr arbeitsreich. Da müssen wir ja kalken, da müssen wir Pflanzen setzen. Dann da geht es nämlich dann los, dass wir die... Oh, das wird spannend. Also wenn ich diese Reben da setze, beziehungsweise die Stöcke setze für die Oliven, wie das dann funktioniert, da bin ich so richtig gespannt drauf. Da fieber ich so richtig drauf. Deswegen verschiebe ich alle Arbeiten und gucke, wie ich am schnellsten dahin komme, weil mich das einfach so sehr interessiert. Vorwärts fahren. So, 4.500 Liter, okay. Die bringen wir mal zur Molkerei. Und dann gucken wir mal weiter. So, und dann werden wir nochmal, ja, dann werden wir noch ein bisschen Mist reinschmeißen. Einfach aus Sicherheitsgründen, dass wir wirklich durchkommen bis zum nächsten. Ohne dass jetzt da großartige Lücken entstehen. Das wäre nämlich nicht schön. Die BGA soll schon die ganze Zeit den Mist und die Gülle natürlich veredeln. Ah, na, das wird noch interessant, hier die Müsli-Fabrik dann im Gang halten und so. Da brauchen wir extra, brauchen wir auch nochmal wieder Mais für und so, ne? Müssen wir wahrscheinlich noch eine dritte Maisfläche aufmachen. Damit wir da immer regelmäßig alles hinkriegen. So, jetzt haben wir hier... Wie sind drin jetzt? Oh, knapp 8000 Liter, okay. Oh, hier steht gar keine Palette. Hab ich alles weggeholt. War ich ja fleißig mal irgendwann. So zwischendurch. Ab und zu kriegst du ja hin. Gut. Dann werden wir jetzt gleich mit dem Kleinen noch eine Runde fahren. Zwei Schaufeln Mist. Und dann sollte das gut sein. Aber das, die Idee, da hinten noch eine Rinderfarm, eine kleine hinzusetzen nächsten Monat und dann nochmal 15 Rinder, da muss ich auch zweimal fahren, ich glaube, ich kriege bis 12 von Hänger, holen, ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Also jedenfalls nicht die schlechteste Idee, weil wir dann die Fleischerei eventuell dazu kriegen. Also das Einzige, was ich dann mehr brauche, ist A, Wasser, B,
Heu, ne? Mann, okay. Ich habe hier noch ein paar Heuballen, die ich da jetzt erstmal nutzen kann für. So, das Ding können wir dann erstmal hier ablegen. Halt. Nein, ich habe den Fehler wieder gemacht. Ich bin wieder als erstes rückwärts gefahren. Bin ich als erstes rückwärts gefahren? Habe ich zweimal drauf gedrückt? Ja, ich wollte als erstes rückwärts fahren. Ich habe wieder den Fehler gemacht. Also, es ist definitiv, liegt es daran, dass man dort rückwärts fahren will. War denn das jetzt hier wieder? Stop and go, automatischer Motorstart aus, Schmutz, Spritverbrauch, Helper. Was hier wieder? Kilometer Celsius, Innenansicht, Richtungswechsel, automatisch. Und jetzt kann ich es schon wieder zurückstellen auf. Jetzt kann ich wieder zwischen beiden Richtungen herwechseln. Also es ist wirklich so, dieser Mod hat den Fehler. Da hattest du diesen Traktor rückwärts. Dann will er auch noch rückwärts fahren. So, aber das lege ich mir lieber hier ab. Weil da fahre ich mit dem Trecker öfter mal näher dran vorbei. Dann schubse ich mir das Ding, was ich. Naja, super. Hat ja schon wieder toll geklappt. Das ist ein Ding, Junge. So, und jetzt liegt sie ja eigentlich falsch rum, ne? Liegt sie ja abseits. Nein, ist egal. Das ist ein Scheißding. Entschuldigung. Was kann ich? Kann ich die irgendwie so rannehmen? Nee, ne? Da reagiert er ja nicht mal drauf. Das ist ja ein hundsmiserabler Mist. Ja, kannst du, da kannst du auch wirklich. Ah. Da könnte man sagen, uff. Da kann man dran arbeiten, dass das besser wird. Also, man muss ja nicht so. Ich will die Schaufel haben, nicht das Ding. Man muss ja nicht alles perfekt machen, aber das sind so Kleinigkeiten. Die treiben einen ja, ne? Das sind die kleinen Sachen im Leben, die einen in den Wahnsinn treiben. Und das gehört auf jeden Fall dazu. Das treibt mich so ein bisschen in den Wahnsinn, sowas. Wenn so ein Gerät einfach nicht beim Abhaken und wenn man es dann irgendwo hat, sich gleich in eine Position selber begibt, aus der man es nicht, sag ich mal, ohne dass man irgendwelchen Blödsinn betreibt, es wieder in funktionale Funktionen kriegt. Ne? Und das Ding ist ja nicht gemoddet, das ist ja original. Also da, sag ich mal, wäre es jetzt ein Mod, hätte ich gesagt, ja okay, hat er mit dem Gewicht da irgendwie Blödsinn gemacht oder was weiß ich, den Schwerpunkt von dem Gerät auch an die falsche Stelle gelegt. Sofern man das bestimmen kann, ich kenne mich mit dem Mod so weit jetzt, ne? Also, geringfügig, ja, habe ich da mal reingeguckt, aber so richtig praktisch weiß ich auch nicht, was das alles ist. Aber wenn es halt eben vom Hersteller selber kommt, dann erwarte ich schon, dass das sich nicht in eine Position bringt, die, wo das Gerät nicht mehr zu verwenden ist, um es theoretisch zurücksetzen. Gut, dafür haben sie es zurücksetzen und reingebaut, ne? Aber ist ja Quatsch. Ich will es ja nicht jedes Mal nach dem, nachdem ich es benutzt habe und dann abgelegt habe, vom Händler wiederholen, bloß weil ich es zurücksetze. Das ist ja das nächste, dieser Zurückgesetzpunkt, dass der beim Händler ist. Dass man den auch nicht bestimmen kann. Gibt es einen Mod für? Weiß ich, ja. Ne? Also da gibt es wirklich einen Mod für, der mir dann erlaubt zu sagen, wo ist mein Rücksetzpunkt? Dann könnte ich mir denn da an die Werkstatt setzen oder so, ne? Aber das ist ja auch so ein unsägliches Tool, was seit Jahren so ist und wo man sich immer sagt, so Leute, es ist Unsinn. Macht's doch einfach ein bisschen, das ist eine Quality of Life Sache, ne? Macht's einfach ein bisschen smoother, erlaubt doch einfach den. Warum ich denn immer gleich wieder einen Rückwärtsgang gebe, bloß weil ich den Arm da hochfahre. Macht es doch einfach ein bisschen smoother, dass man es dann verwenden kann, so. Und sagen kann, ja, das ist mein Hof und hier möchte ich den Trigger haben für, da kommen die Fahrzeuge hin, wenn ich sie zurücksetze. Nicht, wenn ich was kaufe.
möchte nicht, dass ich, wenn ich am Shop jetzt sozusagen irgendwas kaufe, dass das nach Hause gebeamt wird. Das gibt's ja auch. Ja? Und ich weiß gar nicht, wenn man diesen Mod benutzt, ob es dann auch generell immer so ist, dass das Zeug immer nach Hause gebeamt wird. Könnte ich mir sogar vorstellen. Was vielleicht dieser Trigger gar nicht von, oder sagen wir mal, getrennt ist von allen anderen. Also es nur eine Art von Trigger gibt, die genau diese Funktionalität bietet. Ne? Wenn man nur einen Trigger braucht, warum sollte ich, ne, wenn man nur einen Trigger setzen kann, warum sollte ich einen zweiten Typ von Trigger denn erstellen und ermöglichen? Das ist natürlich klar. Nein, egal. Sind so Kleinigkeiten. So, das ist so eine Sache, die ich dann immer verbessern wollen würde an dem Ganzen, ne, an dem, am LS, so. Wo ich dann sage, so, naja, vielleicht, ne, bei der nächsten Version, vielleicht gibt's das ja dann. Ich bin ja schon froh, also Position Farming, Fruchtfolge, gut, das ist jetzt ein reiner Mod, aber dass das Position Farming und so alles schon da ist, das finde ich schon echt cool. Und diese Fruchtfolge sollten sie auch mit ins Hauptspiel einfach mit übernehmen. Ich weiß gar nicht, ob es das schon mal gab oder so. Aber ich glaube nicht. Und dass dann dich immer alles anpflanzen, wie du wolltest, überall und, dass es ja Jahreszeiten gibt, ist ja auch neu. Hätte ich was gesagt. War das, das war im letzten, war das noch ein Mod, glaube ich, oder war es im letzten schon drin, dass man es einschalten konnte? Seasons? Ich glaube, es war ein Mod, den hat man dann nachträglich, da habe ich, glaube ich, auch nachträglich installiert und dann gesagt, ab jetzt spielen wir mit dem Seasons-Mod, weil ich das halt besser finde. Irgendwas war da. Kann ich mich grob dran erinnern, aber würde ich jetzt auch nicht meine Hand für ins Feuer legen. So, Mist ist fast voll, das ist fast voll. Silage haben wir noch 18.000 Liter. Das sollte reichen. Bis morgen 7 Uhr, aber dann müssen wir auch schon wieder so eine Lage kaufen fahren. Ich würde sagen, wir spulen jetzt so vor. Mir fällt jetzt nichts ein, was ich in diesem Monat noch zwingend machen wollen würde. Die Klamottenindustrie reicht an, wenn ich die morgen einschalte. Aber dann ist ein Klamotten eigentlich halbpreisig. Mal schauen, noch mal gucken. Wo ist denn hier? Ist denn so Mais? Nee. Milch, Wolle, wo bekomme ich? Eier. Ist noch lange hin. Stroh ist auch noch lange hin. Wir sind jetzt im Februar, ne? Ja, jetzt gucken wir mal. Mehl. Ja, auch nicht. Brot, auch nicht mehr. Kuchen. Kuchen wäre highpreisig. Aber ich glaube, den habe ich verkauft, ne? Aber habe ich keinen mehr am Lager. Naja, zwei, okay. Gut, ja. Das wären 6.000, die ich dann verdiene. Ach komm, kann ich auch nächstes Jahr verdienen. Butter, Käse, Stoff, Kleidung ist im April. Ja gut, ich werde im März nicht allzu viel produzieren. An Stoff, also an, dass er das nicht durchgearbeitet kriegt. Aber ach komm, ich mach's an. Für einen halben Tag kann ich es ja anmachen, scheißegal. So, Baumwolle, das kann ich deaktivieren. Da haben wir keine mehr. Ich hätte deswegen gedacht, ne, weil ich die Baumwolle parallel dazu arbeiten habe, dass ich mehr Stoff kriege, aber irgendwie weiß ich nicht. Aber das ist immer noch das gleiche hier. 1440 pro Runde aus zweimal, also 2800 Stoff zu 1440 Stoff pro Tag. Und so, Zuckerrübenschnitzel des. Oh, hier müssten wir vielleicht das Lager noch leer räumen. Also zumindest ein Buddy abholen. Ja, das machen wir noch. Da holen wir nochmal schnell Zucker ab. Können wir mal gucken, ob man Zucker verkaufen kann. Zucker, im Juli ist das dran. Okay. Ja, bis Juli kriegen wir noch ein paar Tonnen Zucker zusammen. Ich weiß gar nicht, wie viel schon drin sind im. Aber einmal 8 Paletten können wir davon noch wegholen. Dann haben wir jetzt wieder 8000 Platz. 8000 Liter. So, hallo Zuckerfabrik. Ich möchte gerne Zucker abholen. Geht nicht mehr Zucker? 4000? Nö, mehr geht nicht. Okay, das hatte ich jetzt nicht erwartet. 4000 Zucker kann ich mal zur Bäckerei bringen, ne?
Moment. Bäckerei war noch. Zucker. Ja, 4000 Liter Zucker kann ich da hinbringen. Na gut, dann bringe ich die 4000 Liter hin. Und komme dann wieder zurück. Und dann laden wir hier nochmal auf. Und dann die bringen wir ins Lager. Gut. Alles klar. Und dann spulen wir im nächsten Monat weiter. Da liegt ein bisschen Honig rum. Oh, theoretisch weiß ich nicht, wenn ich jetzt in der Bäckerei bin, Brot. Ich drei Paletten Brot habe, Kuchen habe. Ja, das macht doch keinen Sinn. Guck ich mal ganz kurz nochmal. Da, so zu lenken. Mal gucken, ob der Kuchen einen besonders hohen Preis hat. Dann werde ich wahrscheinlich noch Kuchen nochmal verkaufen. Jetzt fährt er nicht mehr. Kuchen hat ein Fastfood-Restaurant 6300. Ist schon nicht schlecht. Dann kriege ich nächstes Jahr auch wieder dafür, ne? Ich meine, ich werde jetzt jeden Monat gute 30.000 los, bloß. Die ich theoretisch als Kredit immer wieder nehmen könnte. Wenn ich dann das Geld wirklich bräuchte. Das müsste sich ausgehen. Also wenn ich jetzt irgendwelche Sachen kaufen muss für... Saatgut und solche Sachen, das könnte uns ja ereilen. Oh, Zucker abgeliefert. Ein Kuchen? Ja, irgendwann haut er mit den Produktionen hier nicht mehr hin. Kommt uns so vor, als wenn er langsamer ist, Alter. Ah. 192 Zyklusse für 5. Ja, okay. Ja, braucht ein Tag ungefähr für eine Palette, ne? Wir müssen einen halben Tag rumgebracht. Naja, gut, okay. So. Warum habe ich jetzt 31.000? Wo habe ich denn Geld hergekriegt? Hä? Hatte ich nicht nur 30.300 am Anfang? Wodurch kann ich Geld bekommen während der Laufzeit? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Egal. Guti. Also, ich nehme noch mal 4.000 Einheiten Zucker mit, bringe die dann zurück ins Lager. Ich glaube, da liegen schon 90. Das heißt also, es wird wirklich knapp mit Juli, dass ich da die Produktion ganz haben kann. Dann muss ich wahrscheinlich mit dem LKW nochmal Zucker irgendwo daneben stellen. Damit man genügend, oder damit das mit dem Zucker einigermaßen hinhaut alles. Denn wir werden ja dieses Jahr richtig, also doch deutlich mehr Zucker erzeugen. Und den können wir natürlich dann hoffentlich auch meist bieten verkaufen. Das wäre natürlich schön. Weil so viel brauchen wir selber nicht. Ich könnte jetzt noch 4000 in die Dings könnten wir dann noch bringen, ne? Also wenn es dann wirklich knapp wird. Ich könnte noch ein bisschen Zucker in der Molkerei zwischenlagern, dass es da dann erstmal verwendet wird, aber dass ich hier noch 4 Paletten reinkriege, das finde ich schon. Finde ich schon spannend. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.